willkommen zu meinem neuen Video. Ihr seht mal wieder Max, der wieder am Rumalbern ist. Hi. Und zwar wird es heute einen neuen Haul geben. Es gab schon lange keinen Haul mehr und es haben sich die letzten Wochen ein paar Sachen angesammelt. Die hängen hier übrigens gerade, deswegen gucke ich da hin. Und du wirst die ganzen bewerten, die ganzen Sachen. Ha. Super. Okay, ich würde sagen, ich ziehe die ersten Sachen mal an und dann geht's los mit bewerten. Ihr könnt übrigens gerne immer die ganze Zeit mitbewerten und eure Meinung zu den Klamotten in die Kommentare schreiben. Ich werde es mir auf jeden Fall durchlesen. Und es geht los mit dem ersten Outfit. So, und das ist das erste Outfit. Ich finde die Farbe mega, mega geil. Aber dieses Band hier oben... Es sieht aus wie eine Regenhose. Es fühlt sich an wie eine Regenhose. Ist sie wenigstens regenfest? Ist einfach absolut die Regenhose. Aber wie würdest du es, also wie sieht es aus? Angenommen, ist es ein regnischer Tag. Du läufst draußen mit einem Regenschirm rum, mit den Sachen, passt es optimal, kriegst du eine 2 von. Wenn du draußen Sonne scheint und damit rumgehst, kriegst du von mir... Dann wird es echt warm, weil es so ein Stoff ist, in dem es richtig warm wird. Die Sonne kann auch im Winter scheinen, aber... Was ich zu bemängeln habe, ist es ein Set. Also ich habe es zusammen gekauft, so. Aber das Oberteil hat eine bisschen andere Farbe als die Hose. Siehst du das? Jetzt wo du es sagst, ja, Also ich habe es zusammen gekauft. Das kriegt schon mal einen Notabzug. Aber so von Weitem fällt es nicht auf, oder? Also jetzt wo du es gesagt hast, ja. Aber dann war es dir nicht aufgefallen. Kriegst du 3. Eine 3. Fängt super an hier, ne? Also es ist auf jeden Fall ein sehr entspanntes Outfit und ich würde sagen, wir machen dann einfach direkt mit dem nächsten Outfit weiter. So, das nächste Outfit ist ein Sportoutfit, also eine Leggings und ein Sport-BH. Also ich würde sagen, kriegst du... Ja, schon... Ja, die Farbe ist auch übel geil, oder nicht? Ja, also ich liebe die Farbe. Irgendwie, ich habe auch noch andere Sachen in der Farbe, also es ist ziemlich... Dein Zimmer blau, halt. Weiß, ja, mein ganzes Zimmer ist türkis. Dein ganzes Zimmer ist blau-weiß. Nein. Nein? Minus. Minus? Ja, ich bin ein bisschen Abzug. Spaß. Hallo, lass meinen Bauch. Ich habe gerade sehr viel gegessen. Alles gut, alles. Ja, was soll ich denn sagen? Ja, eben, guck dich mal an. Au! Ich würde sagen, es geht weiter mit dem nächsten Outfit. Das gibt eine 5 jetzt. Okay, ich habe doch das mal anbehalten und habe jetzt so ein Glitzergürtel hier zu angezogen. Also es passt jetzt natürlich nicht dazu, aber ich habe auch nichts anderes, wo ich das jetzt gleich zu anziehen kann. Ja, auf jeden Fall, ich finde es super, super geil. Das ist halt so ein Gürtel, der ist mir leider ein bisschen zu groß. Da muss ich nochmal gucken, was ich damit mache. Aber es würde halt voll geil aussehen, wenn das so richtig passt. Und dann glitzert es einfach so schön wie so ein Rock. Willst du dich mal umdrehen und gucken? Das würdest du aber nicht so anziehen, oder? Nein, ich würde es zu einer anderen Hose anziehen. Zu einer engen kurzen Hose oder sowas. Das erinnert mich also ein bisschen so an Wilden Westen, so. So vor 500 Jahren oder was so. Was das? Ich finde es cool irgendwie. Aber das hier ist auch... Ich bleib bei der 3. Ja? War gut geraten. Mhm, aber es glitzert so schön. Oh, dann eine 3 plus. Schreibt mal in die Kommentare, würdet ihr sowas anziehen? Wohin würdet ihr es anziehen? Und soll ich es behalten? So, das nächste Teil ist dieses Shorts hier. Das Ding ist... Welche Shorts? Ich weiß nicht. Trägt man das so? Das sitzt voll komisch, finde ich. Also ich hätte es jetzt irgendwie noch umgekrempelt, aber so sieht es halt auch mega doof aus. Aber ich mag halt die Nieten. Ich würde es vielleicht irgendwie so einkrempeln oder so. Also ich gewinne eher lieber. Das hast du gerade nicht verstanden, oder? Was? Nieten, gewinnen? Ja. Also wie findest du sie? Krise 2 immer noch. Okay, das hier ist mein kleiner großer Fail. Ich habe es mir cooler vorgestellt, als ich es gesehen habe. Jetzt kann ich nicht mehr gestochen werden von Mücken. Wo hast du das her? Ja, hab ich bestellt. Ich hab sowas ehrlich gesagt noch nie gesehen. Also noch nie in meinem Leben. Streifen. Alter, geiler Streifen, ey. Ja, ne? Geil. Der Streifen, das ist gleich eine 1 mit dem Streifen. Nicht Spaß. Ich gebe dem Ganzen... Vor allem ist diese Hose hier so voll lang. Ich gebe dem... Geh mal ein bisschen weiter weg. Ich geh weiter weg. Du musst es mir mal von Weitem anschauen. Wenn du jetzt angenommen, du ziehst ein weißes T-Shirt drüber, dann könnte ich es mir sogar gut vorstellen. Also so eine 2 vielleicht. Ach, du kriegst... eine 3, glaube ich. Eine 3? Das ist eine schwierige Entscheidung. Könnte ich es mir wieder voll cooler vorstellen. Also, okay, also ich muss es nochmal anders kombinieren. Du bekommst eine 3 mit Tendenzen zur 2. Genau, nach oben. Das ist ein guter Begriff. Das ist ein sehr guter Begriff. Okay, ich dachte, es würde eine schlimmere Note bekommen. Naja, vielleicht ist voll praktisch. So ein Fliegennetz direkt dabei. Ja, ne? Hätte ich das heute beim Bildermachen angezogen, hätte ich jetzt keinen Mückenstich. Ich habe 1:1 nach 10 Minuten Mückenstich bekommen beim Bildermachen. Ja, damit wäre das Problem dann nächstes Mal gelöst. Auf jeden Fall werde ich es dann nochmal irgendwann mal anders kombinieren. Vielleicht sage ich euch dann auf Instagram Bescheid und könnt ihr mir sehr gerne folgen, wenn ihr das Ergebnis und viele weitere tolle Stories und Bilder und so weiter sehen wollt. Und, auf Instagram heiße ich nämlich ChristineXXE, folgt mir dort sehr, sehr gerne. Und ich würde sagen, es geht weiter mit einem Oberteil. Dieses Oberteil, ich weiß gar nicht, habe ich das schon in einem Video gezeigt? Auf jeden Fall hast du es schon länger und ich kenne das da schon. Auf jeden Fall habe ich es genau schon etwas länger. Ich habe ja gesagt, die letzten Wochen haben sich so ein paar Sachen angestaut. Und ja, ich liebe die Farbe.
Ich mag den er auch. Er ist sehr bequem, er hat hier unten noch so ein Teil zum enger ziehen und kurze können. Frage, gibt es auch für Mädchen? Auch eine Eins. Ja, ja, und? Und ich würde sagen, es geht weiter mit noch einem Pullover. Dann geht's weiter mit diesem Pullover hier. Ich finde auch übel geile Farbe. Ist in Größe M oder L, so ein bisschen oversized. Welche Note? Eins. Das hier ist das nächste Oberteil, mal wieder in Blau. Krass. Immer noch mit der gleichen Hose. Kriege ich auch noch eins. Also fürs Oberteil meine ich. Fürs Oberteil meine ich. Und das nächste ist ein weißes T-Shirt. Vielleicht passt es hier auch hier. Da kriege ich die Ständchen ab. Stopp. Vielleicht passt es ja auch besser jetzt zur Hose. Hier sind überall so kleine Steinchen dran, wenn der Sonne entgegenkommt. Das sieht so schön aus, weil das so schön glitzert. Note? Eins minus, gebe ich dir. Eins minus? Ja. Wow. Und jetzt die Kombination mit der Hose passt sogar besser. Das ist jetzt das nächste Oberteil. Etwas anderes. Bin gespannt auf deine Meinung. Geht durch auf jeden Fall besser, ja. Mit einer was? Mit einer 2. So, was ich davon halten soll, weiß ich auch noch nicht. Sieht aus wie ein kleiner Schlumpf. Also ich gebe dir eine 2 minus. So, das ist das nächste Kleid. Kleiner Fell. Es ist oben komplett durchsichtig. Man kann alles sehen. Aber ja, meine Ärmel sind noch so ein bisschen aufgeplustert. Blasen das passt auch so nicht zu mir. Ist aber das hier ist doch echt Fell. Man sieht halt wirklich alles. Eine 3. Ich würde dem eine 4 geben. Moin. Moin. Hi. Wir nehmen auf. Was würdest du dem Kleid für eine Note geben? 3, 4. Ich hab gewonnen. Ich bin gefragt hier gerade. Okay, das nächste Kleid hatte ich auch schon mal in einem Video gezeigt, aber ich zeige es trotzdem nochmal, weil es halt neu ist. Und ich glaube, ah, das sieht aber wundervoll aus. Und ich finde es so süß. Wie findest du es? Das sieht irgendwie so blumig aus. Ja, Benotung bitte. 2. 2. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. So, das ist ein Jumpsuit. Das gehört, also hier kann man so Schleifen machen, aber man kann das halt auch noch enger ziehen. Also, dass die Ärmel sozusagen kleiner werden. Genauso hier kann man das halt so enger ziehen. Und größer machen, damit du fast größeren Bizeps hast. Nicht größer, länger machen. Also, man kann es hier halt kürzer und länger machen. Also, wie man halt möchte. Und dann halt eine Schleife machen, dann sind hier noch so Fäden. Bleiben die hier so? Man macht halt eine Schleife draus und dann sieht das, warte, so aus. Ah. Und halt auch an den Ärmeln. Weißt du? Aber ich schaff's nämlich nicht selber an einem Arm. Ja, verstehe. Schleifen zu machen, ja. Ja, verstehe. Und ich finde die Hose super bequem. Ja. 4. Echt? Lass dich nicht beeinflussen, meine Schwester sitzt jetzt da hinten. Ich lass mich nicht beeinflussen. Nee. Was soll ich sagen? 4. 4. Wirklich? Findest du? Wirklich? Ja. Ja, eine 4, ganz sicher. Und ich würde sagen, es geht weiter mit den... Ich würde aber sagen, eine 1 eigentlich. ...letzten 3 Sachen. Das nächste Teil ist wieder ein Jumpsuit in Rot. Hat ganz lange Beine. Ich bin müde, wir haben jetzt schon 9 Uhr abends. Wenn du Geschenke aus dem Geschenkebeutel daneben hättest, würde ich dir so safe eine 1 geben. Mhm, aber am besten, der ist am besten nicht da. Ein Auto drin, neues Haus drin, neues Handy drin, neues Laptop drin, ne? Nee. Benotung bitte. Geld wäre auch okay. Benotung so, wäre auch okay. Du hast keine Geschenke dabei. Also nur eine 1 minus leider. Okay, dann bleibt es bei einer 1. Ich würde sagen, es geht zu den letzten 2 Sachen. Hast du irgendwie, halt, wenn du irgendwie so ein Eis dabei hast, also als Geschenk, dann. Und das sind Jacken. Dann kriegst du eine 1. Meine Schwester meinte gerade, ich sehe voll dick aus. Also, das hier ist meine erste Jacke von Nike. Ist halt hier jetzt so für den Herbst, Frühling sehr gut, hey, weil die Frage, halt ein bisschen ausgefilzt ist. Ist hier warm? Ja, deswegen war ich nicht mit der Benotung. Ich wollte nur sagen, ich habe sie in Größe M bestellt, also da wieder so ein bisschen damit sie wieder ein bisschen lockerer sitzt. Und man kann sich hier auch wieder ein bisschen enger ziehen. Und ja, ich finde sie mega nice. Bevor ich benoten kann, ich muss einfach kurz den Stoff testen, warte. Gib eine Note, damit ich hier raus kann. Ah, eine Tasche sogar. Okay, wir brauchen keine Benotung, es geht weiter mit der nächsten Jacke. Ist eine 1. Danke, so funktioniert. Okay, eine 1 minus. Und dann geht's zum letzten Teil. Und ich glaube, das letzte Teil wirst du hassen. Genau, tschüss. Tschüss. Bis dann. Okay, das ist das letzte Teil. Eine Lederjacke. Ich finde es eigentlich voll cool. Also, ich mag die. Und ich glaube, dass Max sie nicht mögen wird. Schreibt bitte mal eure Meinung zu der Jacke in die Kommentare. Ich würde sagen, wir holen jetzt Max rein. Werde ich überleben? Komm. Komm wieder rein. Was? Ich finde, das ist nicht so deins. Sagen wir es so. Und auch nicht so meins. Ja, ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht. Du musst dir oben ein paar Sterne raufkleben, dann kannst du als Polizeikommissarin durchgehen. Ich weiß noch nicht, was ich. Ich weiß, ich bin noch sehr. Ich finde es eigentlich gar nicht so schlimm. Krieg ich eine Note? Noch? Nein. Es ist nicht mehr auf der Bewertungsliste drauf, leider. Sag mir eine Note. Was ist schlechter als 6? Ist schwierig zu sagen. Willst du mir echt eine 6 geben? Ja. Echt? Ja. So schlimm? Du meinst letztes Mal ohne Freundin im Bonus, also? Du hast sowas noch nie gehabt, oder?
Doch, aber da waren wir noch nicht zusammen. Schreibt eure Meinung auf jeden Fall in die Kommentare. Und dann würde ich auch sagen, was ist mit diesem Video? Mhm. Erholst du dich noch von dem Schock? Oh, ist gut. Hinterlasst eine Note. Schlechter als 6 anscheinend. Und dann würde ich sagen, was ist mit diesem Video? Vergesst nicht, einen Daumen nach oben zu hinterlassen, meinen Kanal kostenlos zu abonnieren. Guckt in die Infobox, da findet ihr einen Link zu meinem Merch und zu meinem Instagram-Account. Dort heiße ich ChristineXXE, folgt mir dort sehr gerne. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Und das Ganze darf ich jetzt auch wieder aufräumen. Geil.